Leute, noch 30 Tage Season 18 und ich glaube, wir können es alle kaum erwarten, dass Season 18 endlich vorbei ist. Ich möchte mit euch darüber reden, was uns in Season 18 abschließend noch alles erwartet und was wir ab Season 19 erwarten können, wenn das Apex Legends 2.0 Update kommt. Und das soll massive Änderungen in Apex Legends bringen, bevor ich mit all dem anfange. Das meiste ist natürlich bekannt, nicht alles ist bestätigt, aber das 2.0 Update wird definitiv kommen, das Rework der kompletten Apex Legends Engine. Bevor ich damit aber anfange, habe ich natürlich noch mal eine Bitte in eigener Sache, und zwar genau das habe ich lange nicht gemacht. Es werden immer mehr Zuschauer in der Vergangenheit wieder, dennoch sind 45% meiner täglichen Zuschauer ohne Abo. Deswegen würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mich unterstützt, den Kanal weiter nach vorne bringt. Ich bin EA-Partner. Ich werde zum Start von Season 19 mit Sicherheit wieder Coins zur Verlosung bekommen. Dreimal 1000 Coins, 6700 Coins, 11500 Coins. Die werde ich natürlich nur an Abonnenten verlosen. Wer da Bock hat mitzumachen, sollte auf jeden Fall Abonnent sein. Also warum nicht jetzt abonnieren, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Und wir fangen jetzt direkt mal an, was uns jetzt in Season 18 noch erwartet und was wir von Season 19 erwarten können. Wir fangen direkt mal an. Wie gesagt, 30 Tage sind es noch. Direkt am 31. Oktober zu Halloween ist die Season dann vorbei zum Dienstag und dann startet endlich Season 19. Wir können wir hoffen alle schon sehr, sehr lange, dass die Season endlich vorbei ist. Season 17 Schrott, Season 18, naja, auch nicht so geil, Ranked nicht so geil. Und jetzt legen wir direkt mal los. Wir fangen an. Wir bekommen am 17. Oktober das nächste und das letzte Event. Das nennt sich das Doppelgänger-Event. Bringt noch viele alte Halloween-Event-Skins zurück. Bringt aber auch noch ein paar neue. Und es kommen allgemein neue Skins in die Rotation, die wir auch aus ganz normalen Standard-Packs ziehen können. Dann haben wir eine richtig interessante Map-Rotation für dieses Halloween-Event. Aktuell haben wir jetzt auch so eine Art Halloween-Event mit dem aktuellen Harbingers Collection-Event von Fuse Erbstück. Das ist auch schon ein Halloween-Event, aber noch nicht das eigentliche. Also da kommt noch mehr. Wir bekommen OG Season 0 Kings Canyon in die Rotation After Dark. Wir bekommen Season 3 World's Edge After Dark und wir bekommen die aktuelle Olympus-Version After Dark. Das ist die Dreier-Map-Rotation und das wird richtig, richtig geil. Und ich möchte euch kurz mal einblenden. Das war das Falsche. Ach so, hier übrigens noch drei Halloween-Skins, die in diesem Event kommen werden. Das sind jetzt drei Beispiele. Sonst gibt es noch einige neue, aber links Octane, wahrscheinlich einer der geilsten Skins überhaupt. In der Mitte haben wir Catalyst, so ein bisschen Medusa-Style. Sieht auch sehr, sehr stark aus. Und rechts haben wir Valkyrie. Dann haben wir natürlich mit dem Halloween-Event den Revenant Prestige-Skin. Das dürfte die dritte Stufe sein. Skydive sieht ultra nice aus. Spare ich mir jetzt alles. Habe ich in der Vergangenheit alles schon mal gezeigt in den letzten Tagen. Wer das alles nicht kennen sollte, die letzten Videos einfach nochmal durchseppen. Würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Und dann haben wir das Tricks and Treats Trio. Wir bekommen natürlich ein paar alte Halloween-Skins wieder. Das hatte ich schon gesagt. Und wir haben einen neuen Halloween-Modus. Das ist nicht der Standard Shadow Royale-Modus. Wir finden ein neues Survival-Item, was wir über die zwei Wochen finden können. Das ist so ein Copycat-Kit. Das ist so eine Art Würfel, der in den Survival-Slot kommt. Und dieser trägt entweder eine taktische oder eine ultimative Fähigkeit einer anderen Legende mit sich. Das heißt, du benutzt das und dann hast du auf einmal entweder eine taktische oder eine ultimative Fähigkeit einer bekannten Legende, aber nicht die Fähigkeit von dir selber, die du dann nutzt. Sehr, sehr geil. Und wir finden Limited Time Item Candy, und zwar die orangenen Nessies. Das ist so eine Art Süßigkeit, die kannst du dir reinballern, da bekommst du Punkte auf dein Evo-Schild und deine ultimative Fähigkeit lädt sich zeitgleich auch noch ein Stück weit auf. Und es gibt in diesem Modus keine Evo-Schilder auf dem Boden zu finden. Klingt auf jeden Fall nach einer richtig geilen Sache. Ich gehe kurz meine Liste durch, ob ich irgendwas vergessen habe für Season 18, Season 19 Beginn. Jetzt kommen die Änderungen. Zum einen wird das 2.0 Apex Legends Update sein. Es wird sich massiv viel an der Engine ändern. Es sollen über 40 Angriffspunkte sein. Verbesserungen an der Engine, die das Spiel auf jeden Fall
hoffentlich flüssiger machen. Es soll grafisch besser sein. Animationen wie Smoke, Gas und so weiter soll realistischer gestaltet werden. Explosionen, Sounds sollen besser funktionieren. Steps, Waffensounds und so weiter. Das soll alles toller, schöner, besser sein. Und jetzt kann man tatsächlich davon ausgehen, dass inbegriffen, auch wenn es wahrscheinlich keiner mehr hören kann, weil wahrscheinlich niemand mehr dran glaubt, aber das ist der beste Zeitpunkt, um Cross-Progression endlich zu bringen. Und auch die 120 FPS für die Konsolen wären normalerweise jetzt der perfekte Zeitpunkt. Das ist jetzt nicht bestätigt, das Engine-Update schon, aber ob Cross-Progression nun kommt oder nicht unter die 120 FPS, das steht immer noch in den Sternen, aber die Dataminer waren wieder fleißig und haben zum Mid-Season-Update, was jetzt vor knapp 2 Wochen war mit dem Harbinger Collection-Event, mit dem Mid-Season-Update, gab es neue Files, in denen Game-Files zu finden, die darauf hinweisen, dass Cross-Progression dann endlich kommt, weil da neue Sachen eben aufgetaucht sind. Dann haben wir natürlich die neue Legende Conduit, kommt doch, ob sie jetzt nun Conduit heißt oder irgendwie anders, das ist immer noch nicht so ganz sicher. Die Fähigkeiten werde ich euch jetzt hier nicht nochmal runterleiern, die habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, wer sie noch wissen will. Verlinke ich euch oben das Video. Das Video ist ein Alles ist Fake-Video, also lass dich von dem Titel nicht abbringen. Dort rede ich relativ weit zum Schluss nochmal über Conduit und ihre aktuellen Fähigkeiten, die nicht schlecht sind, aber auch nicht der Hammer, weil die alle sehr schildlastig sind. Eine sehr starke Legende, wahrscheinlich eine sehr gute Solo-Legende, würde ich sogar sagen. Aber auch keine schlechte Supporter-Legende, würde ich sagen. Also guckt auf jeden Fall nochmal vorbei, warum das Video Alles ist Fake heißt. Guckt es euch einfach mal selber an. Es ging nämlich das Gerücht rum, dass die Tochter von Lifeline und von Octane aus der Zukunft in die Zeit zurückreist, als Legende kommt. Ganz, ganz verrückte Geschichte. Das hat sich aber wohl als Fake rausgestellt. Aktuell ist aber noch immer nicht klar, ob das wirklich ein Fake ist und es kommt einfach nur nicht in Season 19, sondern ob es vielleicht später kommt. Das ist alles noch ein bisschen sehr, sehr schwammig. Deswegen geht da aber nicht zu sehr drauf ein, dass das irgendwie kommen könnte. Da müssen wir mal abwarten, ob das denn passiert. Dann haben wir ein absolut heftiges XXL Stormpoint Rework. Wir wissen alle, seitdem Stormpoint draußen ist in Season 10, ist die unbeliebteste Map Stand jetzt immer noch gewesen. Auch wenn sie in Ranked relativ spielbar ist, würde ich sagen, ist es dennoch eine sehr unbeliebte Map. Wurde jetzt in Season 17 quasi durch den Hurricane am Ende zerstört und jetzt in Season 19 kommt sie mit einem massiven Rework zurück. Das Town Takeover Event von Watson wird sofort mit inbegriffen sein im Nordosten. Hauptsächlich bei Lightning Rod, das wird alles überarbeitet. Da gibt es quasi dann das Stormpoint, beziehungsweise das Watson Town Takeover Event gleich mit. Macht ja auch keinen Sinn, mitten in der Season 19 jetzt nochmal einen Spot zu verändern. Deswegen sollte das zum Release gleich mit am Start sein, das Event. Deswegen geht davon aus, dass wir zum Start von Season 19 direkt auch ein Collection Event haben werden mit einem neuen Erbstück. Und. Aber für wen das ist, das steht aktuell auch noch nicht so ganz fest. Da gab es leider von Dataminern noch keine neuen Informationen. Dann haben wir die Rampage bekommt einen Battle Pass Skin, den reaktiven, wahrscheinlich dann wieder ab Level 25 und Level 110. Rampage finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Wir bekommen, da ist kaum einer Freund von, gab es kein positives Feedback, aber es soll einen Vorbesteller Battle Pass geben. Natürlich sollte man dort auch einen Vorbesteller Bonus bekommen, aber die Vergangenheit hat gezeigt, jetzt ist es aktuell Season 18, Season 17. Also in diesen beiden Seasons zusammengerechnet hat Apex noch nie so viele Spieler verloren wie zuvor. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Vorbesteller Battle Pass so gut an den Mann kommt. Jeder wird jetzt vorsichtig sein und zweimal überlegen, bestelle ich mir den wirklich vor, gebe da vielleicht 10 € aus und dann ist der absoluter Müll. Man zockt dann vielleicht nur die Hälfte der Season, wenn man dann keinen Bock mehr hat, weil man eigentlich eher so ranked-lastig unterwegs ist und kaum Publics spielt oder irgendwelche Events. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das so eine coole Nummer ist, weil das auch wieder zeigt, hier, komm, gebt mir euer Geld. Aber das ist nochmal eine andere Nummer. Dann können wir davon ausgehen, dass wir nach einem Dreivierteljahr wahrscheinlich wieder eine neue Waffe bekommen. Aber auch hier kann ich euch wirklich leider nicht sagen, welche Waffe das sein könnte. Es wurden mehrere geleakt. Ich habe es bis heute noch nicht so ganz geschafft, die alle nochmal aufzugreifen. Aber es gibt
Spontan würden mir 4, 5 Waffen einfallen, die kommen könnten, aber das spare ich mir für hier, weil das einfach zu schwammig ist, diese Information. Das ist alles, was ich aktuell für euch habe. Seid auf jeden Fall gespannt, wenn es demnächst wieder neue News gibt, neue Leaks von irgendwelchen Dataminer. Ach, übrigens, wer den Dataminer Hypermist und Osvaldator kennt, die sollten wohl angeblich gestern höchstpersönlich manuell gebannt worden sein aus dem Apex Legends Universum im Spiel. Keine Ahnung, was das bringen soll. Du kannst dir einfach einen neuen Account nehmen. Aber die Hauptaccounts von beiden sollen wohl gesperrt worden sein. Angeblich wegen Cheating. Das kann man natürlich jetzt einfach so behaupten. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Attacke gegen die beiden, weil die die meisten Quellcodes veröffentlichen und somit preisgeben vorab schon, was in Apex Legends alles Neues kommen soll. Das finde ich ein bisschen kurios. Das kam auch jetzt in der Community nicht ganz so geil an. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ich bin da auf jeden Fall auch auf Twitter, beziehungsweise X heißt ja jetzt die Plattform, unterwegs und schaue da immer die aktuellsten News, wie sich das entwickelt. Falls da Interesse besteht, werde ich euch auf jeden Fall auch noch, oder wenn das irgendeinen Effekt auf die News hat, werde ich das auf jeden Fall auch noch weiterhin aufgreifen. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Wir sehen uns. Und wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, weiterhin dran bleibt, abonniert, kommentiert und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Ciao.